Heute machen wir was ganz Neues. Ich melde mich mal zurück seit langer Zeit. Mal ohne Camper. Und heute mal mit Zelt, den ich gesponsert bekommen habe, mit einem Öfchen dabei. Circa 1 Grad haben wir gerade, also es ist kalt. In den Nächten ist es bestimmt auch kälter, überfrostet. Ja, ist so ein kleiner Comeback von mir. Auch eine Präsentation, aber unbezahlt. Ich dachte, hätte ich die Sachen nur behalten, den ich gleich präsentieren werde. Und ist es okay, ich kann damit leben. Ja, ansonsten willkommen in meinem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr geduldig seid, dass ihr so lange gewartet habt auf meine Videos, die ich nicht immer pünktlich gesendet habe. Und ja, jetzt bin ich da und jetzt ist alles gut, keine Sorge, ich habe halt viel zu tun. So, viel Spaß in meinem Video, ich werde gleich mit dem Aufbau starten. So, darf ich präsentieren? Das ist das Zelt, ein Tipi-Zelt von Hidewalker, wie hier steht. Das ist eine Hot Tent mit einem Anschluss für einen Holzofen etc. Die kann man mit dem Holzofen befeuern. Es gibt ja auch einen Tiny Ofen oder Mini-Zeltofen. Die kann man damit betrieben werden. Das habe ich hier von der Firma geschickt bekommen. Den gibt es bei eBay und bei Amazon. Amazon und eBay ist die beiden hier. Rund 120 Euro kosten die hier. Leider ohne Zeltboden, aber dafür die Kabine innen drin ist einzeln mit dem Boden. Ich habe sie schon mal einmal aufgebaut gehabt. Leider nicht verfilmt, das war dieselbe Stelle hier. Das war vor 4 Wochen etwa, da war es so stürmisch. Da ging es leider mal der Aufnahme nicht. Naja, jetzt kann ich das nochmal zeigen. Das ist von Hidewalker Tipi-Zelt. Voilà, fertig ist das Zelt. Dauert ein bisschen, ist klar. Ist halt Tipi-Zelt. Es ist keine Wurfzelt. Ist klar, es dauert seine Zeit. Und so sieht es halt, wie gesagt, innen aus. Und das Innenzelt ist hier so da drüben. Da wird gleich, das ist mein Bett, ich schiebe das noch ein bisschen weg. Ja, das ist eine Spannweite von 3 Meter. Das sieht hier von drinnen aus irgendwie ziemlich klein aus. Und da die Stelle kommt gleich mein Ofen hin, weil hier oben ist auch der Ofenanschluss. Und ja, heute mal mit Hänger, die Holland-Tour. War ebenfalls mit diesem Hänger von Burley, den habe ich mir gebraucht, geschossen vom Internet. Kleinanzeigen. Tadellos für 10 Euro, ist das zu glauben? Von Burley. Ich habe nur lediglich die Reifen gewechselt und dann war sie gut und gewaschen. Sonst fehlt hier nichts. Ist eine von diesen alten Burley Modelle. Ja, hier der Stoff habe ich jetzt hier ein bisschen repariert, aber ja gut. Anderes Thema. Das ist jetzt das Zelt und das hier wird einfach
entfernt. Ah, das sind. Den habe ich schon eingeschnitten gehabt, wie ihr seht. Da ist einfach eine Kreuzform reingeschnitten und da kommt der Ofenrohr gleich heraus. So. Geht gleich zum Auspacken zu. Hier habe ich noch ein paar Provianten mitgenommen. Geht gleich Hamburger mit. Ich habe ganz schön Hunger. Ich kam, wie gesagt, von der Arbeit. Und nachher gönne ich mir noch eine schöne Flasche Wein. Zu meinem Arbeitskollege, der ist Winzer, ein bisschen Werbung machen. Also das ist hier mein, gleich meine Kiste geholt gehabt. Toll, schmeckt mir gut. So, natürlich habe ich hier ein bisschen Holzbriketts geholt für langanhaltende Feuer, aber ich werde gleich noch Holz suchen gehen und das Ganze erstmal hier weiter aufbauen. Ne? So, jetzt wird der Öfchen ausgepackt, damit ich hier meinen Kaffee machen kann und etwas zu essen machen kann. Ich stelle euch mal gerade hier hin. Ja. Ist noch ein bisschen schief, aber gut. Dafür habe ich ja diese Gimbal. Ja, nennt man das. Naja, Gimbal auf jeden Fall. So. Wieso bewegt er sich nicht? Ah, da so. Muss man erst mal ein bisschen klarkommen hier. So. So, vorneweg habe ich hier eine Elektrokettensäge auch gesponsert bekommen von Fireworks. Ja. Ich weiß nur nicht, das kam jetzt hier mit so einem Akku und noch ein Akku. Auf jeden Fall geht das Teil ziemlich gut ab. Schauen wir mal. Wie gesagt, Fireworks. Kann ich mal eine Kamera halten? Die ist auch ebenfalls bei eBay oder bei Amazon für rund 25 Euro. War sie erhältlich mit Lithium-Akku und ja, soll angeblich 3000 Watt bringen. Was ich irgendwie aus diesem kleinen Motor kaum glaube, aber wir werden es gleich sehen in der Praxis, was das Ding bringt. Ja, gut, es geht erstmal, das habe ich jetzt vorgestellt, da, bitteschön. Fireworks bei eBay oder bei Amazon. Was das Ding kann, sehen wir gleich. So, es bleibt erstmal hier und erstmal zum Ofen. Leider ist das keine Faltofen. Die Faltofen von etlichen Firmen, die es gibt, aus Edelstahl. Die haben natürlich ein Faltsystem, wo die zusammengefaltet werden kann, die dann zum Schluss etwa in der Größe hat. Gut, diese ist jetzt eine schwere Kanister. Anzünder. Und ist auch Stahl, aber dafür auch nur für rund 100 Euro. Teilweise, wenn man da ein bisschen schaut, gibt es auch für 80 Euro. Naja, jedenfalls, das ist dieses Gerät hier. Ja. Hat hier ein Frontfenster und ein Seitenfenster, wo man die Flamme beobachten kann. Nicht schlecht, war echt cool. Nur jedoch muss das Ganze erstmal sauber gemacht werden. Ja, hier ist ein ausklappbarer Mechanismus für, kann man Sachen trocknen oder abstellen. Hier kann man ganz normal kochen. Die Funkenfinger bestellt. Der kommt noch nach. Ansonsten geht das so. Ich muss halt nur aufpassen, dass es jetzt hier nicht so viel Funkenflug gibt, dass ich da nicht mit Vollgas fahre.
Meistens fliegt die Funke hoch und brennt sich unmöglich in ein Zelt hinein, was man nicht wollen. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe natürlich kein Zebra dabei, das ist nicht gut. Sonst habe ich den gemacht. So. Ja, das ist natürlich das von der Möhre schlecht. Nein, was soll's. Dann müssen wir mit Handschuhe holen. Oh, Mist. Na gut. Holen wir uns Handschuh. Normalerweise müsste jetzt Glasreiniger rein. Ich probiere es einfach mit Wasser. So. Ich habe jetzt kein Zebra hier. Aber das sollte endlich auch gehen. Ja. Was tut es? Ja, das ist natürlich sauschlecht. Das ist natürlich saublöd. Eine gute Arbeitsjacke, den kennt er ja. Ah ja, hier ist der Eschefinger und hier kann man das Ganze mit der Lufteinlass drosseln, das sind mal Gänge. So, ich lasse es erstmal auf, für Feuer zu starten und ja, ja. Jetzt gucken wir mal einen richtigen Platz dafür finden. Ich würde sagen hier. So. Füße aufklappen. So. Voilà. So, nun ist alles aufgebaut. Es ist regnerisch, es nieselt und es soll heute angeblich Schneeschauer geben. Naja, es ist nicht so schön, aber hier die Burg hat was Uriges, deswegen bin ich sehr gerne hier. Ja, das nistert und knallt. Hier bin ich Essen und Anrichten. Ich hab
vorhin Holz gemacht. Mit der Kettensäge, das war wunderbar. Ja gut, das da ist ja gekaufte, aber das hält ja nicht lange an, diese Anmachholz. Und hat noch zusätzlich noch hier in der Nähe Holz gefunden, denn ich hier mit der Handkettensäge bearbeitet habe. Was gut funktionierte, also das konnte schon große Stücke an Holz hier locker durchschneiden. Ja, jetzt gibt es erstmal Hamburger. Jo, das wird erstmal gespeist. Und dann sehen wir weiter. Und dann wird hinter die Flasche geöffnet. Jo. Hier ist noch die Spuren von meiner Säge. Ja, sieht nicht so toll aus. Aber ist ja Holz, das vergeht ja. Das ist kein Müll. Ne? Ja gut. So, ich werde mich jetzt hier dann verkriechen, mein Essen machen und dann schauen wir nachher weiter. Ja. Also ich finde, das sieht richtig cool aus. Luckendicht. Seht ihr? Ja. Also hier, die Lampe hier habe ich auch gesponsert bekommen. Jetzt muss ich gucken, von wem das ist, namentlich zu nennen. Aha. Da steht hier auch ein Name mit drauf. Ja. Muss ich schauen. Das hat mir Ling Yu. Ling Yu ist hier übrigens auch der Name von diesem Holzofen. Von dem kam Ling Yu, die Holzofen. Und auch die Kettensäge kam von der Firma. Und wie gesagt, hier diese Stehlampe mit drei Beinen, die kann man noch verlängern hier. Ja. Und welche Firma das ist, das stand eigentlich hier drauf. Ist das jetzt irgendwie abgegangen? Da frage ich mich gerade. Naja, gut. Es hat noch eine Taschenlampe-Funktion hier vorne. Und ein Rotlicht, rot blinkend, ja, das war es auch schon. Gut, so Leute, ich mache mal mein Essen. Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, jetzt wieder zurück. Jetzt ist abends. Ich wollte nur mal kurz ein kleines Interview geben, wie aktuell der Stand der Dinge sind. Ja, wie gesagt, hier befinde ich mich in meiner Tippezeit. Die ich auf jeden Fall von dankbar bin, die mir da gesponsert wurde. Ziemlich warm hier. Ich musste schon ein paar Sachen ausziehen. Mein hochgekrempelt ist immer noch zu warm. Mit der Säge da hinten habe ich ganz gute Hölzer zulegen können und zurechtsägen können. Mit wenig Mühe. Ja, hier im Hintergrund seht ihr, dass hier soweit alles brennt. Ja, da kann man nicht klagen. Mein Tischchen ist hier, hab mir eben Hamburger gemacht, noch ein Käffchen gemacht. Ja, draußen natürlich ist ganz schön stürmisch. Und hier drin ist wunderbar. Ja, immer wieder toll, eine tolle Erfahrung. Wie es die Nacht wird, erzähle ich euch morgen, wie es wird. Ich bin immer noch, also ich werde nicht lange wach bleiben. Ich bin immer noch ziemlich fertig von der Arbeit. Ja, Arbeit, apropos, ist momentan bei mir zurzeit viel Wechselschichten, viele Schichten, die man immer nehmen. Und weil Ausfälle da und hier, Mitarbeitermangel, das ist nach wie vor ein selbes das bestehende Problem, was bei uns in der Firma ist. Es ist leider halt so. Ja, die Arbeit geht bei mir vor, deswegen habe ich auch Sachen filmen und YouTube erstmal sein gelassen. Wohnwagentechnisch hatte ich da ja einen Schaden, den habe ich inzwischen behoben, aber auch nur, naja, zufrieden bin ich nicht, aber es wird, glaube ich, laufen. Ja.
Da ist sowieso noch eine andere Planung. Mal gucken, vielleicht wird das komplett abgesäbelt und nur das Plattform und oben drüber kommt wieder was Neues hinzu mit einer anderen Form. Weiß ich noch nicht. Mir fehlt einfach nur die Zeit. Das ist wirklich von mir ein kostbares Luxus. Die Zeit fehlt mir. Also es ist nicht ein. Es hängt nicht an Geld. Einmal hatte ich ja Zeit gehabt, wo ich bin nach Holland gefahren. War ich knappe 3 Wochen unterwegs mit meinem selbst gebauten Liegerad. Den habe ich euch noch nicht vorgestellt. Mit einem gebrauchten Hänger von Kleinanzeigen. Damit war ich in Holland unterwegs, aber nur so eine Art, wie nennt man das? Eine Ich-Tour. Ohne Filmen. Mal den. Naja, ich wollte mal oben hier vorne die Luke öffnen und mal ein paar Sachen in sich selbst hineinfinden nochmal, aber ohne Filmerei. Ja, tut mir leid halt, ne? Für manch andere, die ich schon teils mitbekommen habe von Infos, dass viele Leute mich wohl vermissen. Und das ehrt mich auch sehr, was mich, ja, also wie nennt man das? Finde ich keine Worte. Was mich stark bewundert, ja, also mich ehrt das auf jeden Fall. Und deswegen ein kleines Feedback zurück nochmal von mir, dass künftig nochmal Wohnwagen-Videos geben wird oder hier solche Outdoor-Sachen. Bin ich ja auch nicht abgeneigt, das zu machen. Das mache ich sehr gerne. Nur heute ist halt irgendwie blödes Wetter. Draußen regnet es und es ist kalt. Gefühlt mehr kalt. Also hier drin ist wunderbar. Aber sobald ich rausgehe oder etwas hier öffne, dann ist wirklich kalt. So. Ein bisschen aufgestoßen, hab gegessen. Ja, ich bemühe mich, noch weitere Videos zu machen. Wie gesagt, mit dem Wohnwagen habe ich soweit fit gemacht. Ich habe wieder vor, eventuell mal durch den Schnee zu fahren oder mit Liegerad zu testen, das Ganze. Ich habe einen selbstgebauten Liegerad mal wieder. Und es hat sich jetzt mit Holland-Tour hatte ich 1500 Kilometer damit gefahren, ohne Schäden, außer dem Gepäckträger, den ich natürlich auch selbst gebaut habe, der ist ein bisschen hin mit dem Windschutz. Also mit wenig Budget ein Liegerad gebaut, war noch sehr kraftvoll. Ich hatte es kurz an den Wohnwagen angehängt und das hat da mit Mühe los das Ganze gezogen. Deswegen wird das wahrscheinlich mein neuer Zugpferd für den Wohnwagen gespannt. Ja, da muss ich trotzdem noch was arbeiten. Neue Teile für Gepäckträger anzubauen und zu reparieren und noch Bedachung eventuell, wenn ich noch am Tüfteln. Ich habe noch neue Solaranlage daheim, die ich noch nicht zusammengebaut habe, so wörtlich. Da ist ein Modul dazu gekauft worden, um meinen E-Bike-Akku mit Solar direkt zu laden, mit einem MPPT-Regler dabei. Muss ich noch irgendwie was zusammenlöten? Ja, kam ich nur mit dazu, liegt in der Ecke verpackt. Ja, so ist das wirklich, Leute. Also, wer arbeiten geht, ist man froh, wenn man daheim ankommt und nichts mehr machen muss. Ja, hinten ist hier mein. Ja, man sieht nicht so viel. Das ist hier ein Moskitonetz. Das wird einfach hier oben angehängt. Ja, und das war's halt. Also habe ich noch Holzproviant. Über Nacht will ich mal die Briketts da hinten probieren. Ja, das sind Holzbriketts. Gepresste Spanen. Und sollte angeblich pro Stück 4,9 kW bringen. Also ich denke mal, ein paar Stunden wird das anhalten, wo ich mal schlafen kann, wo das Ding vor sich hinlehnt, das wird ja schon reichen. Ja, ansonsten schaut einfach weiter meine Videos an und lasst ein Like da und Abo, falls es euch gefallen hat. Ich bemühe mich wirklich, weitere Videos zu machen, wie die Zeit halt so ist. Ne? Ich danke an die Fans und ich danke an allen Zuschauer, die mir weiterverfolgen und bis morgen. Tschö. Moin allerseits. Ja, die Nacht überlebt. Sieht nur total verpennt aus. Ja, war ganz schön stürmisch. Man hat hier gewackelt und getan. Man sieht, hier ist überall Wasser. Was beunruhigt ist.
Der Stein da liegt jetzt auf dem Rasen, was gestern eigentlich noch nicht war. Also es fallen anscheinend hier ein paar Brocken runter, lösen sich auf. Oder hier, wo ich gerade liege, man weiß. Ja, jetzt ist erstmal Kaffee, Frühstück angesagt. Hier ist übrigens alles gut gehalten. Und das gibt's jetzt. Ja, dann gibt es hier Cheeseburger am Morgen. Muss ja gemacht werden. So, alles klar. Nachher wird abgebaut, ab nach Hause. Morgen wieder arbeiten, Wochenendarbeit. Ja, ist so. Dann viel Spaß beim Zuschauen und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald, Freunde. Erledigt. Alles fertig. Allgemein nicht schlecht. Natürlich erfordert das ein bisschen mehr Zeit als mein Camper, mein Fahrradbodenwagen hier hinzustellen. Das ist natürlich ein paar Minuten erledigt, bis ich dann fertig Camper bereit bin. Oder beim Abbau ist natürlich auch genauso schnell. Ja, das hat somit schon die bezahlte Zeitaufbau. Dauert halt seine Zeit, genauso mit dem Ölchen, dass es dann auch gut abgebrannt sein muss und das Anbrennen und wie gesagt, das Brennmaterial zu organisieren, das dauert halt seine Zeit. Ich denke mal, dass noch eine weitere Video gibt dazu. Ich hoffe mal, dass es mal so richtig schneit. Und dann werde ich noch mal so eine Z-Tour machen. So, dann würde ich sagen, ich fahre jetzt nach Hause. Mach's mir auch dort jetzt gemütlich, weil den Rest des Tages ist noch ein bisschen was offen. Das ist mein freier Tag, meine einzige heute. Ja gut, okay. Da fängt wieder die schwere Woche an. Ich muss Wochenende arbeiten, also morgen ist Samstag. Ja, so sieht's aus. Dann Freunde, bis bald. Wir sehen uns.